Hallo und willkommen zurück zu Folge 41 von Material Energy Hypercube mit Das Flip. Wir befinden uns hier, ihr könnt es schon sehen, im Victory Monument, denn das letzte Mal haben wir hier etwas noch nicht abgeladen und das sogar noch im Doppelpack. Ich habe nämlich nicht nur die letzte Wolle, sondern auch die vorletzte vergessen. Das hier ist die Smoky Wool aus der... Warum wird die hier als Light Gray angezeichnet? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich verändert sich das. Das ist auf jeden Fall die aus der Rotunda Hypercube, die habe ich da gerade erst hergeholt. Und die Ocean Wool ist diese... Warum heißt die nicht mal so? Ich fühle mich betrogen. Das ist die Ocean Wool aus der Nethersphere Hypercube. Es fehlt noch Pomegranate Wool und dann haben wir das wohl soweit und der Rest sollten dann diese Community Spatial IOs sein. Oder Spatial Units. Dann habe ich noch dabei eine Tartarite-Rüstung, die ich gecraftet habe. Und die ich jetzt auch hier anbringen will. Das wird letztendlich meine endgültige Spielrüstung werden, die ich hier auch wirklich dann anziehen werde und verzaubern, weil das einfach die stärkste ist. Aber fürs Erste bleibe ich bei meiner verzauberten Atlarus-Rüstung, die sollte noch etwas besser sein. Da sie halt eine bessere Verzauberung drauf hat. Gut, was steht als nächstes an? Wir befinden uns nun hier in einer ganz alten Spatial Unit, nämlich in der Miner's Delight, nicht der Hypercube-Version, sondern der ersten. Das war unsere zweite oder dritte Spatial Area. Ich habe mir die auserkoren, hier den Wither-Kampf durchzuführen. Legen wir los. Yeah. Hier kann der Wither nicht wirklich davonfliegen, deswegen habe ich diesen Ort hier gewählt. Und... Ja, komm. Boom. Okay, ich revidiere, er kann doch davonfliegen. Verflucht! Was soll denn der Quatsch? Der kriegt jetzt mit dem Bogen auf die Fresse, das sollte ihm ganz gut einschenken. Denn der Bogen ist ja sehr stark eigentlich. Damit hauen wir den jetzt so lange, jawohl, bis er in Melee-Modus geht. Und dann soll er nur herkommen, dann kriegt er nämlich ein paar Himmels Pen welche drauf. Und das sollte ihm recht zügig den Rest geben. Jawohl, das war's auch schon. Jetzt nur ganz fix in den Bag of Holding Milch rausnehmen. Oh, schon vorbei. Okay, das war erstaunlich einfach. Schaut mal auf meine Lebensleiste. Das hat super funktioniert. Dann gehen wir doch gleich den nächsten an, ha? Huh? Ready, steady. Go, wollte ich sagen, aber dafür habe ich es versaut, den dummen Kopf zu platzieren. So. Wieder aus der Reichweite, warten bis er explodiert. Erst dann kann man ihm schaden. Dum-di-dum-di-dum. Ka-busch. Und er fliegt natürlich wieder davon. Das soll mir nur recht sein. Wupp. Und komm her. Nein, die Pan bitte. Jawohl. Kann sogar seine Angriffe abwehren. Aber kriegt jetzt einfach voll drauf. Geht voll in die Offensive. Jawohl. Vielleicht schaffe ich es diesmal. Moment. Yay! Und wir holen uns noch einen Wither, denn für einen habe ich noch Material dabei. Und auf ein drittes. Auf geht's. Nix wie weg. Bogen auswählen. Pfeile habe ich noch genug. Ich habe den Pfeilstack repariert. Dem Huhn wird es gleich schlecht gehen, glaube ich. Ah, na, ist es vielleicht sogar davon gekommen. So, Wither. Erstmal du. Jawohl. Wo ist er denn? Er bombt da oben irgendwo rum. Ich glaube, da habe ich ihn gerade gesehen. Hilfe. Moment. Wither, wo bist du? Huhu. Mann. Wie ein Sackflöhe. Versuchen wir es doch mal von oben. Wo ist er denn abgeblieben? Hier ist dieser größere Hohlraum. Ich vermute, dass er irgendwo hier verschwunden ist. Du da hinten. Weg mit dir. So, und hopp. Wither, wo bist du? Du Drecksvieh. Ich glaube, ich habe ihn. Zumindest hat mich gerade irgendeine Explosion getroffen. Der kann nicht weit sein. Ja, hier ist er.
und der war anscheinend gerade mit anderen Mobs so beschäftigt, dass er mich gar nicht hat kommen sehen. Na, komm her, Baby. Lass uns tanzen. Dance the dance of death. So, welcher ist er? Yeah. Aus diesen Wither-Kämpfen haben wir 3 Nether Stars gewonnen, 3 Division Sigils, also Teilungssiegel auf gut Deutsch sozusagen, und 3 Miniature Yellow Hearts. Aus diesen Yellow Hearts können wir uns Yellow Heart Canisters basteln. Das mache ich gleich mal. 3 Stück habe ich jetzt, denn ich habe zwar alle roten Herzen, die ich haben kann, aber noch lange nicht alle gelben. Jetzt sollte meine Herzanzeige bei voller Heilung noch weiter ansteigen. Ich stehe gerade auf dem Health Pad, das sollte mich also hochheilen, jawohl. Und dann sollte das entsprechend noch weiter ansteigen als bisher. Komme ich von hier aus daran, jawohl. Dann packe ich die Division Sigils hier rein und die Nether Stars auch. Das Yellowrite kommt in den Ore Processor. Und dann wollen wir doch mal sehen, was an Quests für uns abgefallen ist. Wir haben Tartarite geschaffen, wir brauchen nur noch einen Block dafür. Wollen wir doch mal sehen. Tartarite. Ich glaube, einer genügt. Jawohl. Daraus bekommen wir Rüstungsteile und Lumber-Eggs und Scythe. Die Scythe wird uns noch nützlich sein. Ihr werdet sehen, warum. Kommt dann in der nächsten Spatial Unit. Die werde ich dann wohl verzaubern und lasse dann die anderen am Monument. Eine Lumber-Eggs. Das ist fein. Die sollte relativ schnell ganze Bäume fällen. In der Questline Lost in Space haben wir den Witherfight, diese Quest, abgeschlossen. Wir bekommen 10 Cursed Earth und 5 aktivierte Division Sigils. Sobald ich 3 Wither Skulls und 4 Souls Hand habe, kann ich einen Wither hervorrufen, wie sagt man, beschwören, genau, und bekämpfen. Es sollte einiges an gutem Loot droppen. Haben wir gemacht? Wir bekommen den Kram daraus. Und mit diesen Division Sigils können wir nun, ich pack die hier rein, können wir nun Unstable Ingots zum Beispiel craften. So, die Scythe packe ich hier in meinen Rucksack. Wie gesagt, die werden wir noch brauchen. Erstmal würde ich sie noch gerne reparieren. So. Gut. Dann haben wir jetzt eine neue Quest bekommen, die ich die ganze Zeit wollte, nämlich die Oreberry Bushes. Oreberry Bushes können Erze wachsen lassen. Wir brauchen einen aus Eisen, einen aus Gold, einen aus Kupfer und einen aus Tin. Also die produzieren jeweils dieses Metall. Wie stellen wir die denn wohl her? Oreberry. Oh, aus semi-stable Nuggets. Und dann ein Block des jeweiligen Metalls. Nutrient Distillation brauchen wir. Da ist das Praktische, dass das genau die Flüssigkeit ist, die mein Wet, der oben den Killer-Joe antreibt, produziert. Aber erstmal brauchen wir Semi-Stable Nuggets. Die bekommen wir, wenn wir Gold durch Diamant teilen. Wie gut, dass wir jede Menge Diamant haben. Wollen wir doch mal sehen. Semi... Oh, ich habe auch schon 10 davon. Ach, guck mal einer her. Aber das wird uns nicht genügen. Schauen wir mal, wie viele wir da noch rausbekommen. Nur einen, weil uns jetzt Gold Nuggets fehlen. Die haben wir natürlich sofort wieder da. Das ist nun wirklich kein Problem. 1, 2, 3 Stacks davon. Und weg damit. Nochmal Semi-Stable Nugget. Diamanten haben wir zuhauf. Wir haben ja massenweise Blöcke abgeerntet, also kann ich mich da jetzt ganz schadlos halten. Ach, wisst ihr was? Wir machen uns dann Stack davon. Diese Nuggets sind stabil, also da passiert uns nichts, wenn wir die verkraften. Oreberry. Nur die Unstable Ingots, also die Barren, sind ein Problem. Wir brauchen einen Iron Oreberry Bush. Habe ich. Wir brauchen einen Gold Oreberry Bush. Habe ich. Wir brauchen einen Copper Oreberry Bush. Wir haben keinen Kupferblock. Den können wir uns aber ganz einfach craften. So. Dann gehen wir nochmal zurück. Oreberry Bush. Copper. Hier. Haben wir auch. Dann brauchen wir noch einen aus Zinn. Ah ja, dann brauchen wir noch einen Tin-Barren. Block. Tin. Jawohl.
Auch überhaupt kein Problem. Haben wir. Dann gebe ich hier einfach Oreberry noch mit ein. Und fertig ist die Sache. Warum habe ich eigentlich diese Eimer hier drin? Die müssen mal eine Quest-Reward gewesen sein. Jetzt kann ich jedenfalls diese Quest einlösen und bekomme ganze 30 Essence-Berry-Bushes dafür. Oh yeah. Die brauche ich nicht, denn ich habe jede Menge von dem Metall, also werde ich die nicht anbauen. Wir haben ein Greater Reward Bag bekommen. Das ist mittlerweile fast lang. Oh! 32 Ender Lily Seeds. Huhu. Die kann ich dann da oben noch anpflanzen. Das werde ich dann wohl bis zur nächsten Folge machen. Die lasse ich hier im Inventar. Außerdem, die benutze ich direkt. Essence Berry Bushes funktionieren ganz ähnlich wie diese Aluminium Oreberry Bushes, die wir schon hatten. Also sie lassen halt eine bestimmte Art Beere wachsen, die dann abgeerntet werden kann. Und bei Essence Oreberry Bushes sind das essbare Beeren, die beim Verzehr, also die kann man instant essen, also das ist dann Bing und weg ist sie. Und davon bekommt man Experience tatsächlich, was unfassbar praktisch ist. Denn wenn man mal so eine Farm hat von denen, in einem Ausmaß, wie ich sie hier gerade baue, dann kann man darüber unglaublich viel Experience bekommen. Dieses Ding baut ja auch solche Beeren ab. Und der nimmt das jetzt auch automatisch da raus, sendet das auch automatisch da runter über diesen Dimensional Transceiver. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass das hier rausgepumpt wird. Das erledigt sich von alleine, da wird alles rausgenommen. Und dann hier drin, glaube ich, landet. Das war, glaube ich, die mit dem Pflanzenmaterial drin. Wollen wir doch mal sehen. Ja, genau, da kam gerade eine Oreberry an. Das sollte sogar alles landen, was nicht in den Mülleimer kommt und nicht bei den Mobdrops landet. Das heißt, wir wollen mal sehen, ob die dann nicht vielleicht sogar hier drin landen und dann direkt hier rein exportiert werden. Wir haben jetzt noch keine Essence Berries. Okay. Das heißt, ich kann hier einfach einen Blick drauf werfen und wenn sie hier reinkommen, können wir die entweder direkt verzehren oder sogar dafür sorgen, dass die automatisch direkt zu Liquid Essence, wie wir sie hier drin haben, umgewandelt wird. Das können wir uns dann ansehen. Auf jeden Fall sollte der Abbau und der Runtertransport schon automatisch funktionieren, weil wir diese Farm da oben haben, die schon passend dafür vorkonfiguriert ist. Wie praktisch. Nun, da wir einen Nether Star haben, können wir eine weitere Quest auflösen, nämlich die hier, das Player Interface. Mit einem Player Interface kann ich Dinge aus meinem Inventar ziehen, wenn ich eine große Menge von Reward Bags aufmache. Ja, so wie diese 40 hier. Dieses Ding ist nicht allzu schwer zu craften, wenn man denn so einen Nether Star hat. Player Interface ist übrigens aus der Mod Random Things. Gibt es auch als Creative-Version für den Creative-Mode, aber das interessiert uns hier nicht. Wir brauchen eine Vanilla Ender Chest, gar kein Problem. Und dieses Ding, diesen Player Core, den man mit Emerald herstellt, haben wir mal bei einer Quest bekommen, glaube ich. Jawohl. Damit haben wir das Player Interface und können diese Quest absolvieren. Jawohl. Wir bekommen 40 Reward Bags von einer Sorte, ich vermute Basic. Jawohl, Basic Reward Bag. Das ist in dem Fall gar nicht schlecht, denn für eine Quest in Lost in Space muss ich noch Basic Reward Bag Seeds machen. Wollen wir doch mal sehen. Basic Reward Bag Seed. Dafür brauchen wir 10 Basic Reward Bags und ein Universal Seed. Können wir direkt machen. 1, 2, 3, 4, 10 Stück. Und ein Universal Seed habe ich hier drüben. Jawohl. Universal Seed, einen noch, aber ich kann den ja weiter anbauen. Hier haben wir die Compressed Cookie Seeds, die sind reif. Diese Epic Reward Pack Seeds brauchen anscheinend ziemlich lange. Macht ja auch irgendwie Sinn. Dann brauchen wir den Seed Infuser, legen da den Universal Seed rein. Und die 10 Basic Reward Packs, klicken auf Infuse. Die Basic Reward Packs werden aufgebraucht und in den Universal Seed sozusagen injiziert. Und dann wird hier draus ein Basic Reward Bag Seed. Ah, hier steht sogar, wie lange der braucht, um zu wachsen. 6500 Ticks. Tier 1. Aha. Ich wette, dass
Ah ja, die haben auch Tier 1. Und die haben dann wahrscheinlich einen anderen. Okay, wir haben auf jeden Fall Basic Reward Bag Seeds, können diese Quest einlösen und bekommen 5 andere Reward Bags. Nö, auch Basic Reward Bags. Mann, 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 was soll ich denn mit denen? Die mache ich nicht mal mehr auf. Okay, es könnten vielleicht weitere Lassos drin sein mit weiteren Minimis, die ich sammeln könnte, aber das kann ich auch offscreen erledigen. Auch nett. Die ganzen anderen Reward Bag Seeds habe ich ja schon. Also zumindest die Good, Greater und Epic Reward Bag Seeds, weil ich von denen genug Reward Bags hatte, um diese Seed Infusion durchzuführen. Und das ist halt schon passiert, bevor ich die Basic Reward Bag Seeds hatte. Okay, also kann ich Good Reward Bag Seeds einlösen, ich kann Greater Reward Bag Seeds einlösen und ich kann Epic Reward Bag Seeds einlösen. Tja. Greater und Good Reward Bags. Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück zum Observatorium, würde ich sagen. Schauen wir mal in die Greater rein. Die Good mache ich gar nicht erst auf. 4 Ektoplasma. Gut, davon habe ich noch nicht so viel. Ein ultimativer Survivalist Generator. Der ist aus 64 Survivalist Generators zusammengesetzt. Glaube ich zumindest. Also Stufe 3 eben. Sextuple Compressed Cobblestone. Mehr Generatoren. Und jede Menge Gear. Gear kann ich brauchen, wenn ich mal noch Maschinen baue. So, die Quests der Nethersphere Hypercubed haben wir abgeschlossen. Und ich muss zugeben, ich habe wenig Lust, mich durch diesen ultra schwierigen Raum zu prügeln, der da noch auf uns gewartet hätte. Also schlage ich doch einfach mal vor, nehmen wir uns die nächste Spatial Area vor, nämlich Kibis Idea Machine. Und das ist eine verdammt interessante Angelegenheit. Wir sehen schon MI-Zeugs. Aha, wir sehen auch eine Menge Mobs. Hört ihr es? Na? Wer von euch guckt noch mein Regrowth-Let's Play nebenbei? Ihr wisst, was das ist. Es sind Direwolves. Direwolves are like wolves. But dire. Kennt das wer? South Park the Game? Wie auch immer, hier drin sind die massig. Wir werden es gleich sehen. Hey, du da. Stirb, stirb. Ah, ah, ah. Ah! Zu viele. Oh mein Gott. Ja, genau. Das ist das Problem an dieser Spatial Area. Wir haben eine ganze Flut von diesen Direwolves zu bewältigen, die hier gerade munter in meine Stacheln laufen und sterben. Weil, keine Ahnung, ich schätze mal einfach, weil sie dumm sind. Gut, ihr habt gerade gesehen, ich kann mich absolut nicht bewegen, wenn ich da drin stehe. Das heißt, ihr wisst meine goldene Regel, wenn du nicht um ein Problem, nicht durch ein Problem durchkommst, bau oder grab dich außenrum. Und genau das werden wir jetzt tun. Das war gar nicht schlau. Oh, 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 oh. Und ich habe nicht mal meinen Magneten an, um das Glas wieder einzusammeln, das ich da verloren habe. So. Ich will versuchen, ganz schnell wieder da rechts zuzumachen. Jawohl, okay. Dann sollten sie zumindest nicht ohne weiteres durchkommen. Jetzt noch hierzu. Geht gerade nicht, weil zu viele Gegner davor sind. Yeah. Dagegen gibt es ein ganz einfaches Rezept. Dumm-di-dumm-di-dumm. Whoop, lag. Es waren gerade ein bisschen viele Entities, die da wegtransportiert werden mussten. Okay, immer noch lag. Jetzt glaube ich nicht mehr. Ihr seid immer noch da. Das solltet ihr nicht. Das Ganze sollte jetzt nach und nach verschwinden. Ah ja, ihr seid außerhalb des Bereichs, ha? Huh? Wollen wir doch an der Stelle die Scythe ausprobieren. Eine Scythe von Tinker's Construct hat den Vorteil, sie trifft mehrere Gegner auf einmal. Bye, bye. So viel zu euch, Suckers. Das übrige Glas zu mir, bitte. Au. So. Damit hätte ich diesen etwas unvorsichtigen Fehler von mir korrigiert. Meine Spitzhacke arbeitet einfach etwas zu schnell. So, und dann laden wir dieses Ding einfach wieder hoch und haben unsere
Mauer repariert. Das ging doch recht easy. Und die Direwolves sind auch wieder alle da. Die Hostile Creatures habe ich übrigens runtergedreht auf 1%, noch von der letzten Folge mit den Ghasts. Das ist also immer noch das gleiche. Ich hoffe, das kommt dann im Video auch so rüber und die Viecher sind nicht unnötig laut. So, ich habe mich nach hier oben gearbeitet, möglichst weit weg von diesen Mistviechern. Und ich denke, hier ist eine Höhe, auf der ich mich sicher bewegen kann. Unter mir sind wie viele Blöcke? 1, 2, gehe ich noch eins weiter drauf. Sicher ist sicher. Dieses Ding hier. Na, ich baue mich da noch unten durch. Und dann gehe ich nach oben. So. Und wir haben wieder ein Problem vermieden. Warum kann ich hier nicht raufspringen? Weil dieses Ding genau über mir ist. Und ich mich verzählt habe. Sehr geschickt, Flip. Sehr geschickt. So. Gut, und dann wollen wir mal sehen, wo wir uns hier hinbauen können. Oben in der, an der Wand entlang. Kann ich mich hier nicht einfach reingraben? Kann ich. Ja, das macht die Sache noch einfacher. Zack, zack, zack. Und wir laufen hier einfach durch. Ja, und es wird schon ziemlich offensichtlich. Hier gibt es Applied Energistics 2 Loot ohne Ende. Wir sollten dafür nur diese Direwolf-Situation in den Griff bekommen. Gucken wir hier mal etwas weiter. Hier gehe ich mal eins runter. Ich traue es mich mal. Ah ja, seht ihr das? Sie spawnen wieder nach, sobald man in einen bestimmten Bereich kommt. Hier sind nämlich wieder diese Super-Spawner aus diesem Reinforced Obsidian versteckt. Wir wollen mal sehen, ob wir die irgendwo aufspüren können. Seht ihr das, welche Massen das sind? Das ist echt total übertrieben. Diese Viecher. Einfach mal so schön zuspammen die Map. Danke, Parcel. Also wenn irgendwas anfängt zu laggen, Parcel ist schuld. Mit der Menge an Mobs. Kann ich von hier oben mit der Scythe da draufballern? Sprich reinholzen. Ja, kann ich. Dann tun wir das doch einfach mal. Sterbt mal ordentlich. Jawohl. Sterbt. Die. Ich habe schon ein Beheading draufgekriegt auf die Scythe. Die kann ich dann ordentlich hochleveln. Denn... Wow. Wow. Experience. Massig. Wow. Wow, wow, wow. Mach mal langsam. Ich glaube, das mache ich offscreen weiter. Da wird man ja schwindelig von. So. Und hier drinnen ist nämlich so ein Spawner und die kommen hier nah nach oben hin. Das heißt, wenn ich es schaffe, hier zuzubauen, bin ich die Viecher los. Joa, leichter gesagt als getan, ne? Ich habe noch mehr Ineffable Glass hier drin. Nehmen wir das doch mal zur Hilfe. Denn da könnten dann wir durch. Diese Biester dagegen nicht. Den lege ich mir mal hier drauf. Das Questbuch brauchen wir gerade wirklich nicht. Dann kann ich zumindest schon mal versuchen, ich glaube, ich muss die Zahl ein wenig reduzieren. Solange hier eine bestimmte Maximalzahl an denen ist, eine bestimmte Zahl an diesen Direwolves hier ist, spawnt nicht mehr nach. Aber sobald das hier unter eine bestimmte Zahl fällt, sobald ich zu viele davon dezimiert habe, spawnen wieder mehr. Und ich habe einen Repair drauf gekriegt. Dieses Ding levelt unfassbar schnell hoch, weil ich hier natürlich Viecher umbringe ohne Ende. So. Man sieht absolut gar nichts. Moment. Ja, Level 30. Ich bin hier ohne Level reingekommen. Also als XP-Farm eignet sich das hier eigentlich schon. Jawohl. Damit habe ich zumindest schon mal eine Schicht zu. Sind halt noch zwei drunter, was ein bisschen viel erscheint. Und ich will da natürlich ungern unten rein. Ich kann es mir erlauben, wenn ich Enderperlen griffbereit habe. Dann könnte ich das riskieren und mich dann wieder hier hochporten. Das könnte klappen. Aber noch blockieren die hier ziemlich. Lass mich mal noch ein paar töten. Vielleicht kann ich die Zahl reduzieren. Erkenntnis Nummer 1. Ich bekomme die Zahl von denen nicht verringert, denn von da hinten kommen auch welche nachgelaufen. Das funktioniert absolut gar nicht. Erkenntnis Nummer 2. Das ist ein perfekter Ort hier, um eine Sense aufzuleveln. Das Ding, also ganz davon abgesehen, dass ich mittlerweile Level 50 Experience bin, von 0 auf 53 hier drin. Dieses Ding hat mittlerweile Lifesteal, Smite, Luck, Auto Repair, Bane of Arthropods und 2 Level Beheading. Also es ist absolut übertrieben, wie schnell die auflevelt hier.
Ich habe ein wenig nachgedacht, während ich hier meditativ auf Direwolves eingeschlagen habe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, oder beziehungsweise ich habe mir erstmal die Frage gestellt, kann ich diese Viecher da irgendwie weglocken? Die Antwort ist tatsächlich ja, ich kann. Oder ich müsste können. Denn es gibt bei Ender.io einen... Moment, das müsste... Wie heißt dieses Ding? Das ist einer der Obelisken von Ender.io. Nämlich gibt es hier den Attractor Obelisk, den Aversion Obelisk und den Experience Obelisk. Der Attractor Obelisk, den baut man so, zieht Mobs an, feindliche. Der sagt denen sozusagen, Huhu, ich bin ein Spieler, komm her. Das könnte praktisch sein. Dann gibt es auch noch den Aversion Obelisk, der macht das genaue Gegenteil, der vertreibt Mobs. Ich würde sagen, warum verwenden wir nicht beide auf einmal und packen an einer Stelle da drinnen einen Attractor Obelisk, der die Viecher wegzieht, und an eine andere Stelle einen Aversion Obelisk. Kann ich den nicht bauen? Mir zeigt es kein Rezept dazu an. Aha, den Aversion Obelisk kann ich anscheinend nicht craften. Es scheint kein Rezept dafür zu geben. Dann baue ich eben nur den Attractor Obelisk. Fine by me. Dafür brauche ich einen Entising Crystal für den. Okay, ich muss ein wenig craften. Moment. So, da haben wir das gute Stück. Attractor Obelisk zieht Mobs zu sich hin. Man kann die speziellen Mobs, die gezogen werden sollen, bestimmen, indem man in dieses Ding ein Soul Vial mit der Seele eines dieser Mobs reinpackt. Da drinnen spawnen ohnehin erstmal nur Direwolves. Also soll es ruhig alles dahin ziehen. Gut, Frage ist, wohin packen wir denn das gute Stück? Meine Idee wäre erstmal, warum nicht gleich hier vorne hin? Denn schließlich haben wir hier die Stacheln, die die Viecher allgemein erledigen sollten. Kann ich das Ding in der Luft platzieren? Ja, kann ich. Ah ja, und wir sehen, dieses Ding braucht Strom. Nichts leichter als das. Ich habe Dimensional Transceivers und falls ich keine mehr haben sollte, habe ich auch noch Tesseracts. Dimensional Transceiver. Einen habe ich noch. Okay. Nachdem ich hier schon ein Übertragungsnetz aufgebaut habe, kann ich den da hinsetzen. Mittlerweile sollte ich die sogar craften können, aber ups. Ja, super. Jungs, ihr nervt. Ihr nervt buchstäblich tierisch. Lasst mich mal kurz nochmal die. Also folgendes. Ich werde jetzt die Spatial Area unloaden, werde dieses Ding, den Dimensional Transceiver platzieren und das Ganze wieder hochladen und dann sehen wir uns wieder. Soweit, so gut. Ein paar Direwolves sind hier natürlich stehen geblieben, aber die habe ich runtergeschubst. Und jetzt ist hier der Dimensional Transceiver bereit. Nachdem hier der beste Stachel in der Mitte ist ausgerechnet, sollte ich den Dimensional Transceiver vielleicht noch eines nach oben setzen. Das erscheint mir da nur klug. Dann packe ich hier den Dimensional Transceiver hin, drüber den Attractor Obelisk. Ich habe mir fast gedacht, dass der bestimmt Strom braucht. So ein aufwendiges und unter Umständen wertvolles Gerät braucht das immer Strom. So, dann setzen wir dieses Ding hier auf Energy, Strom, Receive. Jawohl. Jawohl, die Sache läuft und der lädt sich auf. Man kann übrigens ganze 12 Mobs spezifizieren hier drin. Und die Range kann man sich auch. Oh, das kann man auch noch erhöhen, ha? Mit Capacitors. Ah ja, okay, aber das sollte wohl nicht notwendig sein. Ich hoffe, es genügt. Und wenn nicht, sehen wir das dann immer noch. Always active ist in Ordnung. Dann lade ich jetzt das Ding wieder hoch und wir sehen uns an, wie die Sache wirkt. Wollen wir mal sehen. Hier stehen auf jeden Fall jede Menge von diesen Direwolves und ich werde jetzt versuchen, hier nach vorne zu gehen. Und sie laufen immer noch auf mich los, richtig? Sie scheinen immer noch auf mich loszugehen. Ach, das ist ärgerlich. Ich schaue mir mal an, welche Reichweite das Ding hat. Unter Umständen muss ich es upgraden. Komme ich da wohl von hier aus hin, bestimmt, oder? Show Range. Vielleicht reicht das Ding einfach nicht weit genug. Ah, oh, das Weiße ist, wo es nicht mehr hinreicht, ha? Oh, den muss ich stark upgraden. Aber ich habe einen Octatic Capacitor, also den besten Capacitor hier rumliegen. Wollen wir doch mal sehen, was der für einen Effekt hat.
Vielleicht erhöht er die Reichweite ausreichend, dass die Mobs von da hinten zu ihm gezogen werden. Das wäre fantastisch, wenn das funktionieren würde. Und ich fände es ziemlich schade, wenn es nicht klappen würde. So, vielleicht muss ich das resetten. Oh, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Hehehehe. Da hinten ist das die Mauer. Aber. Ja, sie kommen immer noch zu mir. Vermaledeit. Ah. Verflixt und zugenäht. Ich dachte, das würde genügen, um die loszuwerden. Anscheinend muss ich mir da noch mehr einfallen lassen. Show Range ist an. Ja, das reicht einfach nur so weit, dass man sie von hier aus nicht sieht. Muss ich Mobs spezifizieren, damit das Ding funktioniert? Funktioniert es unkonfiguriert überhaupt nicht? Das wäre natürlich auch denkbar. Habe ich noch die Soul Vial dabei? Ja. Versuchen wir es mal damit. Ich tüftel gerade ein bisschen rum. Das mache ich eigentlich ungern. Das mache ich lieber offscreen. Aber in dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht. So, mal sehen, ob eine Veränderung eintritt. Wenn ich hier hinterlaufe, was macht ihr? Sie haben für einen Moment ausgesehen, als wären sie hin und her gerissen. Und ein paar laufen auch dahinter, aber nur ein kleiner Teil. Sie scheinen irgendwie schärfer auf mich zu sein. Manchmal stocken sie, dann stocken sie wieder nicht. Es ist wirklich sehr, sehr seltsam. Und warum sind sie da hinten? Wow. Diese Zahl Mobs, das ist ja unglaublich. Und wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich die vielleicht irgendwie dran abstreifen, dass die dann dorthin gehen und mir dann nicht mehr nach? Klappt das? Bleibt doch da hinten, verflixt und zugenäht. Ah! Diese elenden Viecher. Die Nerven. Okay, da muss ich mir noch was anderes überlegen. Was haben wir denn hier noch? Dense Cable. Oh, das werde ich mir definitiv klauen. Das ist nämlich verflixt teuer herzustellen. Was haben wir denn hier hinter? Ich glaube. Ah, nein, da ist eine Spinne. Dann mache ich nur eine 1 breite Lücke hier rein. Oh, viele feine Sachen. Jede Menge Ineffable Glass. Dense Energy Cells. Gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schick sieht das Ganze aus, so wie eine Serverbank. Okay, das sind aber noch nicht diese ganz leckeren Sachen, die ich haben will. Ich mache mal hier wieder zu, nur der Sicherheit halber. Und das Kabel drüber. Smart Cable. Ich frage mich, ob ich mich vielleicht auch hier, wie ich das halt immer so mache, nach unten buddeln kann. Vielleicht hier durch die Wand. Lass mich da mal runterschauen. Derp. Ich kann mich da natürlich nicht runtergraben, weil ich dann auf diese Viecher stoße dabei. Das hätte ich unter Umständen vielleicht vorhersehen können, denn das ist verdammt offensichtlich gewesen. Ich mache hier einfach wieder einen Deckel drauf. So. Wenn ich eins weiter nach da reingehe, dann komme ich dahin. Das ist aber weniger schlimm. Da kann ich einfach mal wieder zumachen. Und dann kann ich mich eigentlich hier nach unten graben. Seht euch das mal an da hinten. Ich glaube, das ist einer der Spawner dieser Direwolves. Der ist da drin in diesem Turm versteckt, anscheinend in dieser Art Serverturm. Ich baue hier auf jeden Fall zu und habe mir jetzt hier einen sicheren Weg neben der Wand nach unten gebaut. Das ist schon mal ein Fortschritt, denn dadurch kann ich jetzt noch ein Stockwerk tiefer gehen. Hier sehen wir, haben wir Glowstone gechiselten. Das ist verflixt cool, denn Glowstone haben wir bisher noch. Nee, noch gar. Ja, wir haben welchen, aber keine Quelle dafür. Keine wirklich gute. So, und hier geht es jetzt nach ganz unten durch. Ich könnte mich darunter enderpeilen, weiß aber nicht, was mich erwartet. Dementsprechend werde ich davon lieber mal absehen. Was mache ich da wohl lieber? Tja, was wäre Minecraft ohne glitschende Mobs? Ich habe einen Weg gefunden nach unten.
Den will ich euch noch ganz kurz zeigen, bevor wir diese Folge beenden. Und zwar habe ich mich ja ursprünglich hier runtergegraben und dann hier dieses Loch reingemacht, das ich leichtsinnigerweise offen gelassen habe. Das sollte man lieber nicht tun. Dann habe ich beschlossen, hey, ich könnte doch einfach durch die Außenwand dieser kompletten Spatial Area gehen. Das habe ich dann gemacht. Und da kann man sich dann eben auch runterbauen. Das kann man ja in Minecraft nur anwenden. Und dann kann man hier erstens mal zwischen Boden und Decke durchgucken. Und dann, hier sieht man jetzt gerade, dieser weiße Schleier, der über der ganzen Sache liegt, kommt, glaube ich, von dem Attractor-Obelisk da oben. Aber wir sehen hier, das ist ein riesengroßes Applied Energistics 2-Konstrukt. Hier drunten, das sieht ein wenig aus wie diese Fleecy-Box, wo immer die Wolle drin ist. Ich frage mich, ob die vielleicht da drin zu finden ist, ob da irgendwie eine Kiste drin versteckt ist. Da sollte ich noch hinschauen, denke ich. Ich kann mich da ja einfach mit diesem Stab dann hin teleportieren. Hier unten ist eine Kiste, die ich mir definitiv auch schnappen werde. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will diesmal nicht so krass überziehen wie letztes Mal. Ich musste dermaßen viel rausschneiden. Es war unfassbar. diesmal pünktlich, einigermaßen. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir uns dann diese Applied Energistics Sachen hier machen und da ein bisschen was rauslooten. Da freue ich mich schon drauf. und oben ist, glaube ich, auch noch was zu finden. Aber da müsste ich eine Lösung für die Direwolves finden. Ja, mal sehen. Ich danke nochmal fürs Zusehen. Seid das nächste Mal auch wieder am Start. Macht's gut, schönen Tag noch und bye bye.